ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. In der Theater-AG waren sich alle einig. Marie-Louise ist wie geschaffen für die Rolle des Elefanten. Ob Marie-Louise das auch so sieht? Vielleicht hat ja noch jemand Lust, die Rolle des Elefanten zu spielen? Und vielleicht würde ich lieber die Giraffe geben. Auf Schloss Einstein denken alle, dass Carla und Monier bereits ein Paar sind. Wird Carla Monier endlich die Wahrheit sagen? Tut mir leid, heute habe ich schon was vor. Aber morgen. Morgen hätte ich Zeit. Carla? Ach, mein Schatz, jetzt sind wir endlich zusammen. Oh, du bist so blöd, echt, Mann. Tony, hau ab hier. Wieso? Carla ist doch noch gar nicht da. Der Film fängt in 5 Minuten an. Sie läuft bestimmt gleich ein. Außerdem, was willst du überhaupt hier? Was wohl? Mitkommen. Ey, wie oft denn noch, Mann? Das läuft nicht. Hey, wir teilen ein Zimmer. Ich muss ein bisschen auf dich aufpassen. Nicht, dass du in Ohnmacht fällst, wenn Carla an dir rumfummelt. Hahaha. Leg dich ab. Kannst du dich mal nebenan besuchen kommen, wenn dir langweilig wird? Ich zieh mir einen Kung-Fu-Film rein. Hallo! 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 Hey. Sorry. Zieh endlich Leine, Mann. Viel Spaß. Ach, Monier? Was denn jetzt noch? Hätte ich fast vergessen. Kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Was dagegen, wenn Marie-Louise mitkommt? Wo ist denn deine Schnecke? Carla ist nicht meine Schnecke, Mann. Sie ist auf dem Klo. Und? Hat sie dir beim Fummeln auf die Finger gehauen oder lief alles nach Plan? Fummeln war nicht. Marie-Louise saß zwischen uns. Wie geil. Eine bessere Aufpasserin als die Tonne gibt's nicht. Carla hat sie einfach angeschleppt. Okay, dann habe ich vielleicht einen Plan. Hey, Ole. Was machst du denn hier? Warst du auch im Kino? Nee, ich kam zufällig vorbei. Ich habe mir bei einem Kumpel die Verfilmung von Die Konferenz der Tiere angeschaut. Boah, voll geil. Kannst du mir den mal besorgen? Klar. Das heißt, nee, der Kumpel ist jetzt erstmal verreist. Aber... Weißt du, mir ist klar geworden, dass du die Giraffe spielen solltest. Ja, das bringt Dynamik. Das schafft, Spannung? Ja. Ich finde, das siehst du genau richtig. Wollen wir? Okay. Wie fandest du es eigentlich, dass Lady Buckley was mit dem Pfarrer angefangen hat? Pfarrer? Ich fand es ziemlich... Das war doch total mutig. Gegen alle Konventionen. Nur die Liebe hatte Bedeutung. Wie 2 Sterne im eiskalten Universum. Filme sind für mich mehr als nur Unterhaltung. Ich könnte mir tagelang welche angucken. Vor allem französische finde ich toll. Kennst du die alten Belmondos und die mit Romy Schneider und Alain Delon? Oh, Wahnsinn. Aber ich interessiere mich auch für die aktuellen Streifen von dort. Und du? Ja, ich irgendwie schon auch. Was habe ich denn zuletzt gesehen? Schon ziemlich lange her. Ach ja, das war ein Film über die Pariser Vorstädte. Hast du den zufällig auch geguckt? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie der hieß. War aber total interessant. Und der Hauptdarsteller war der Hammer. Am liebsten möchte ich einmal den Globus umrunden. Ich würde in Europa anfangen und mit dem Schiff nach Nordamerika schippern. Ja, und dann würde ich von Alaska bis Feuerland fahren. Und du? Reist du auch gern?
Ich liebe dieses Feeling. Das ist einfach Freiheit pur. Sieh nur, die Sterne. Ja, und wenn ich dann wieder zurück bin, studiere ich Journalismus. Das muss dann ganz zügig vonstatten gehen, damit ich nicht allzu alt bin. Außerdem esse ich für mein Leben gern Zander-Sushi und Krabben. Ich bin nicht so der Fleischfan, aber Rouladen finde ich wahnsinnig lecker. Ach ja, und meine Lieblingsnachspeise ist Crème Brûlée. Ist in Thüringen kein Mensch, aber ich könnte dafür sterben. Schmeckt einfach irre. Guck mal da, ein Luftballon. Carla? Ja, wo war ich? Ach ja, beim Essen. Pasta liebe ich auch über alles. Sowieso. Italien ist auch noch so ein Traumland von mir. Klar, China ist spannend. Da passiert gerade unheimlich viel. Aber ich beneide meine Eltern nicht. Ich würde da nicht leben wollen. Hey, wir sind ja schon da. Ja, wir sind hier. Ich hab gequatscht und gequatscht, oder? Ach, nö, ich meine, ich fand's echt schön. Dass man mit dir so reden kann, echt super. Hab ich bei einem Jungen ehrlich gesagt noch nie erlebt. Carla. Gute Nacht, Monier. Bis morgen. Bis morgen dann, Carla. Was war das denn? Der Beginn einer großen Liebe. Welcher D-Zug hat dich denn überrollt? Monier. Was? Wir hatten einen wunderschönen Abend. Erst Kino, dann ein Spaziergang und dann hat er mich geküsst. Nein, echt? Ja. Oder glaubst du, ich erzähle es, um anzugeben? Naja, begeistert siehst du jedenfalls nicht aus. Küsst er so scheiße? Ich finde das gar nicht komisch. Ich habe voll das Problem an der Backe. Carla fährt voll auf Monier ab, oder? Hör mal, hast du das wirklich ernst gemeint? Was, das ist der Beginn einer großen Liebe? Nein, dass ich die Giraffe spielen soll. Ja, klar. Ist etwa noch mehr passiert? Nein. Ich bin weggelaufen. Marie-Louise und Ole kamen auch gerade noch. Wir haben dir immer gesagt, pass auf, der ist verknallt in dich. Ich aber nicht in ihn. Ich glaube, man spielt eine Rolle viel intensiver, wenn man sie sich erspielen muss. Kannst du beim Löwen keine Ausnahme machen? Überzeug mich beim Casting, dass du die beste Wahl bist. Geht das nicht auch mal ohne Casting? Ausnahmsweise. Ole, es geht um Kunst und nicht um Eitelkeit und Selbstdarstellung. So wie ich das sehe, sind der Löwe und die Giraffe in dem Stück die ganze Zeit zusammen auf der Bühne. Du und ich. Denk noch mal drüber nach. Na, hat da jemand ein kleines Liebesproblem? Die Geister, die sie rief. Ach ja, wie war das noch? Monier hat absolut begriffen, dass zwischen uns nur Freundschaft läuft. Ich habe sie mir auch klar und deutlich zu verstehen gegeben. Ist ja gut. Die hat mich schon genug geärgert. Hilf uns lieber. Wie sagt sie es Monier, ohne ihn als Freund zu verlieren? Normalerweise hilft da nur ein klärendes Gespräch in ruhiger Atmosphäre. Oh nee. Das wird total schrecklich. Der macht's mir schwer. In a love with you. Sometimes I love you. Na Mann, wie sieht's aus? Das lief doch super. Woher willst du denn das wissen? ML und ich haben dich gesehen. Du bist ja richtig rangegangen. Hast du mit Zunge? Nein. Egal.
Sah trotzdem gut aus. Ich frag mich nur, warum ist sie so schnell abgehauen? Ist doch klar, Alter. Sonst wär's mit dir durchgegangen. Carla wollte halt nicht direkt mit dir ins Bett. Die will's langsam angehen. Wenn sie nicht gefallen hätte, hätte sie bestimmt was gesagt. Na, aber hallo. Carla hätte dir eine gescheuert, Mann. Die labert doch sonst auch Klartext, wenn ihr was stinkt. Wir hatten einen richtig geilen Abend. Voll romantisch. Sie hat nur ein bisschen viel geredet. Das machen Frauen immer, wenn die nervös sind. Wie war es eigentlich bei dir? Ich sag mal, so sicher wie du mit Carla zusammen bist, so sicher gibt ML mir die Rolle des Löwen. Milena? 1,1. Die Ausländerbehörde sollte dir als Belohnung eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis geben. Das wär's. Ihr übertreibt. Auch wenn euer Hauptaugenmerk auf den Fachnoten liegt, setzt euch bitte auch mit der Bewertung eurer Lernkompetenz auseinander. Was hast du in Bio? 2, sind fast nur 3. Hannes, wenn du Medizin studieren möchtest, musst du noch ein bisschen zulegen. Ne? Ey, was soll der Scheiß? Wieso habe ich bei Selbstreflexion so eine miese Bewertung? Na, dann denk mal drüber nach. Und bei Zusammenarbeit und Toleranz auch. Wieso? Ich mach doch überall mit. Ich rede sogar mit dem da. Du hast dich in letzter Zeit ja auch schon etwas gesteigert. Ja, und wieso steht da nichts von hier? Wozu reiß ich mir den Arsch auf, wenn's dann doch nichts bringt? Ad primo, bitte ich augenblicklich um eine andere Wortwahl. Ad secundo bewerten wir ein halbes Jahr, nicht nur die letzten Wochen. Und ad tertio, Paulina. Die Leistung wollen Sie immer. Und ad quattro hatte ich am Anfang eine Menge Probleme. Meiner Mutter ging's echt beschissen. Quattro ist ein Auto. Es heißt ad quarto. Paulina, ich weiß sehr wohl um deine Probleme. Mach so weiter wie in den letzten Wochen, dann wird die Bewertung deiner Lernkompetenz mit dem nächsten Zeugnis alle zufriedenstellen. Die Mannschaft ist aus Erfurt Nord. Achtung, Leute, es ist die Bronx von Erfurt. Ja. Sie wollen gewinnen, mit allen Mitteln. Ist euch das klar? Ja. Ob euch das klar ist? Ja. Also. Sieht süß aus, deine Kleine. Die versuchen mit Körpereinsatz zu punkten. Das heißt, wir setzen auf Taktik und Technik. Wir machen sie platt! Wir gewinnen die Stadtmeisterschaft! Ey, die spielen richtig dreckigen Streetball. Ach komm, mach dir mal nicht in die Hosen. Okay, erstmal Transition. Aktive, aggressive Verteidigung, Gegenspieler zu Fehlern verleiten und dann schneller Fast Break. Alles klar? Los geht's! Ja, die kämpfen wie ein Löwe. Los geht's! Wir wollen die Beine sehen, wir wollen die Beine sehen. Der Basket kennt da auch. Er glotzt sich die ganze Zeit an. Ich kann's ihm doch nicht vor dem Spiel sagen. Er ist einer unserer besten Spieler. Carla? Der nächste Kopf ist nur für dich. Hey, der ist ja total süß, dein Freund. Das ist nicht mein Freund. Aber dass du mir ja nicht deine Schusskraft vergeudest, okay? Ein sehr gut in Einsatz und Ausdauer. Ja, ich hätte lieber deine 2 in Deutsch. Sorry, Pippi nimmt es nicht persönlich, aber Einsatz? Vielleicht, wenn es um Klamotten oder ums Schminken geht. Danke. Ich schaff's einfach nicht, mit mir zu reden. Wieso nicht? Immer wenn ich es ihm sagen will, ist er so nett zu mir, dass ich Mitleid mit ihm bekomme und total blockiert bin. Ach, Süße, du reitest dich immer tiefer rein. Ja, ich weiß. Geh einfach zu ihm hin und sag ihm, pass auf, du bist ganz putzig, aber ich stehe nicht auf Milchbabys. Haha, sehr witzig. Danke für den konstruktiven Vorschlag. Hey, wo ist Munir? Woher soll ich denn das wissen? Hör mal, finde ich ja voll hammer, dass ihr zusammen seid. Sag mal, wie ist es denn auf einmal passiert? Wer sagt denn, dass wir zusammen sind? Erzähl mir nichts. Eindeutiger geht's ja wohl nicht. Und hier ist doch Wolke 7. Na, Mädels? Machen wir heute Erfurter Bronx jetzt fertig? Oder machen wir es richtig fertig? Angeber. Mit so hübschen Cheerleadern kann das ja gar nicht schief gehen. Oh, lass das. Aber... Ich stehe nicht auf dich. Und ich will nicht, dass du mich einfach küsst und anfasst. Nie mehr.
Munir! Hau ab! Wo ist denn diese abgefuckte Einstein-Sporthalle? Kriegst du dein Maul nicht auf, oder was? Hey! Der gehört doch zu den Einstein-Schwuchteln. Stimmt das? Ich rede mit dir und du verpiss dich einfach. Hast du keinen Respekt? Okay, der heult doch gleich. Komm! Los, setz euch in Bewegung. Wir haben gleich ein Spiel. Die Welt dreht sich und wir fallen runter. Geschieht nicht bald ein Wunder. Blut und Tod, uns bleibt die Luft weg. Hochwassernot, Elena. Scheiß weg! Okay, verstanden? Wir packen das an. Wir tun uns zusammen. Wir können das, Mann. Wir wollen leben auf unserer Welt. Wir wollen nicht verrecken für euer Scheißgeld! Woo! Das war echt geil. Soll Milena den Eisbären spielen? Ja, klar! Laila, warte. Hast du mit Munir geredet? Manuel und ich, wir suchen ihn überall. Auf seinem Zimmer? Da war ich gerade. Es tut mir leid. Ich wollte es Munir so nett wie möglich beibringen. Gerade weil ich ihn mag. Also ich meine als Freund. Und es ist voll in die Hose gegangen. Ich wusste ganz lange nicht, wie ich es ihm sagen soll. Und er hat so getan, als ob ich seine Freundin wäre. Alle haben uns angestarrt. Da ist mir das auch ausgerutscht. Ich bin ja auch mit Schuld. Ich habe ihn sogar noch darin bestärkt, dass du auf ihn stehen würdest. Ich habe es mir einfach so gewünscht. Mann, ich habe keinen Bock, den Elefanten zu spielen. Aber du hast ihn doch toll gemacht. Sei doch mal ehrlich, die Giraffe passt perfekt zu mir und der Elefant zu dir. Du kannst es nicht lassen. Du siehst auch als Elefant toll aus. Okay, ich erkläre es nochmal. Es geht um Kunst. Ich will mein Stück komplett gegen den Strich besetzen und damit eine Dynamik auslösen, die... Oh, ich bin doch nicht blöde. Du hast Ole nur die Rolle des Löwen gegeben, damit du dich als Giraffe doch noch an ihn ranschmeißen kannst. So ein Stuss. Also gut, ich spiele jetzt die Giraffe und überlasse euch die Entscheidung, ob ich die Rolle spielen kann. Überall gesucht. Wir haben uns totale Sorgen um dich gemacht. Echt voll Banane von Carla. Blöde Schlampe. Ich kann mich mal. Sieht sowieso scheiße aus. Kein Arsch und kein Titten. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr, über Tussis zu labern. Okay, dann bis später. Ich sehe irre, Chaoten, Freaks, Alte, Junge, Kinder. Sie alle machen nur das, worauf sie Lust haben. Die Menschen haben begriffen. Sie lassen ihre Herzen frei und geben dem Himmel sein Blau zurück. Die Welt ist schön und das Leben ist lebenswert.
Wow. Voll krass, echt supi. Du hast es drauf. Damit der Elefant gegen die Giraffe nicht völlig abkackt, muss Ryan Ausnahmetalent wie ich ihn spielen. Sämtliche Hauptrollen sind an Ältere vergeben. Und uns lassen sie nur die blöden Pinguine und Hoppelhasen. Marie Luise, von deinen Eltern ist gerade abgegeben worden. Geil, dass die das wirklich gemacht haben. Krass. Haben die das ganze Erfurter Stadttheater geplündert, oder was? Nein, sie haben nur ihre Kontakte zum Kostümfonder spielen lassen. Dass die die wirklich rausgerückt haben. Echt super. Das ist denn eine Löwe? Marie Luise? Für dich. Zu eng. Das kann man weitermachen lassen. Es gibt Schauspieler, die für ihre Rollen zunehmen. Wie zum Beispiel René Zellweger für Bridget Jones. Aber die meisten Profis nehmen ab, wenn es um einen Job geht. Alle mal hören. Bis zur Premiere passe ich da rein. Ohne Manier verlieren wir. Katze, sonst geht's noch, ja? Bist du Gaga oder was? Guck mal nicht an, das gibt's aufs Maul. Was soll das? Ja, der hat mir den Ball weggenommen. Du willst mich nicht anmachen, wenn du meine Bruchlinie schon. Lass ihn in Frieden, lass ihn in Frieden. Hör auf. Zusammenkommen, zusammenkommen. Hör zu, lasst euch nicht provozieren. Wir waren jetzt nicht länger auf dem Nier, wir fangen jetzt nur ihn an, alles klar? Shit. Anfangen. Das Zeugnis scheint deinen Ehrgeiz doch irgendwie angefacht zu haben. Ich habe dich noch nie so besessen Schularbeiten machen sehen. Tja, Zech hätte mich in Einsatz und Ausdauer nicht so schlecht bewerten dürfen. Das hat er jetzt davon. Zeugnis für Lehrkompetenz? Was ist das denn? Paulina! Ja, siehst du doch, ein Zeugnisformular. Das wird kopiert und dann kann jeder Schüler Zech benoten. Zech bewertet uns und wir bewerten ihn. Humor und Unterhaltungswert? Kleidung und Styling, Mund- und Schweißgeruch, das ist nicht dein Ernst. Es geht noch weiter. Mädchen, Mädchen, das gibt Ärger. Ist mir egal. Ich soll sehen, wer am längeren Hebel sitzt. Wir werfen zu wenig Körbe. Das von mir! Es wurde auch Zeit. Was die Munir übernimmt. Lucky, das ist die Einsteinschwuchtel. Hi, du Loser. Fresse. Es geht los. Was soll das, Munir? Später mal zum Teil genial.
Technik, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.